Der erste Bau ist eigentlich entstanden, weil wir nur noch Aufträge bekommen haben mit null Zuschlag und wenn möglich noch 15% Rabatt. Da leihst du nur drauf und sonst gar nichts. Aus der Wirtschaftskrise heraus hat sich Rudolf Stüssi AG eine eigene Bautätigkeit als Totalunternehmer aufgebaut. Wir haben dann jedes Jahr oder alle paar Jahre, wir haben immer wieder in den Löchern, wenn wir in der Fabrik nicht viel zu tun hatten, dann haben wir wieder Elemente fabriziert für unsere Blöcke. Und so haben wir dann jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre wieder einen Mehrfamilienhausblock aufgestellt. Also wir haben dann einfach das geplant, man hat das fabriziert und irgendwann hat man mal gesagt, so, jetzt bei Unternehmen, jetzt fangen wir an, Bodenbad, jetzt stellen wir die zwei Einfamilienhäuser auf, machen die fertig. Das hat uns dann Jahre immer wieder eine Beschäftigung gegeben, die aber nicht zeitgebunden war, sondern in unsere Kompetenz gelesen ist. Die erworbenen Kompetenzen kommen auch vier Jahrzehnte später noch zum Einsatz. Denn Stüssi AG ist weiterhin als Totalunternehmer tätig. In der Zwischenzeit hat sich aber auch einiges verändert. Die Abbaubranche hat sich massiv verändert. Neue Kräne sind gekommen, viel leistungsfähigere Hebegeräte und so weiter. Neue Techniker sind gekommen und der Baubetrieb hat sich modern organisiert. Früher hat immer jede Baustelle eine Betonieranlage aufbauen etc. Das gibt es heute alles nicht mehr. Das ist alles zentralisiert und wird auf der Straße hergebracht. Früher haben wir alles wir hatten Bücher, Hefte, wo wir einfach alles von Hand eingetragen haben. Die ganze Buchhaltung ist mit einem Durchschlag eingetragen worden. Es war völlig anders. Aber wir haben in der Mitte der 80er Jahre haben wir auch Computer eingeführt. Und so sind wir dann in die Computerwelt hineingekommen. Heute ist alles komplizierter. Heute ist alles mit Vorschriften natürlich auch sonst administrativ viel komplizierter. Wir haben alles immer von Hand gemacht. Oder? Die Leute können ja zwei und zwei nicht mehr zusammenzählen. Und ich tue heute noch viel. Zuerst vom Kopf rechnen und nachher mit der Maschine kontrollieren und. Also, es hat schon sehr, sehr geändert.